Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amaruk. Heute ist Montag. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Und wir sind, wie ihr seht, wieder auf Amar Highlands. Also ein Let's Play Minecraft ist heute angesagt. Und wir sind in unserer Base. So. Halloween ist vorbei. Und wie ihr seht, ich habe nichts in meinem Inventar, außer jetzt einem Kürbis. Den wir jetzt mal hier reinpacken. Oh ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was wir jetzt hier noch alles so haben. Eisen ist auf jeden Fall noch 26 da. Ich nehme jetzt, na, mit zwei Dias kannst du, glaube ich, gar nichts machen. So, Fackeln brauchen wir. Wir brauchen dafür dann auch die Stacks. Nee, Sticks. Cobblestone brauchen wir eigentlich nicht, um Werkzeug zu machen. Was ist hier draußen eigentlich los? Wo sind eigentlich die Kameraden, die da die ganze Zeit Lärm machen? Keiner da, dann sind die wohl irgendwo. Oh, da steht einer. Uah, habt ihr den gesehen? Sensationell. Jetzt machen wir uns aber erstmal ein bisschen Werkzeug, würde ich sagen. So, eine Pickaxe. Wir machen uns wieder ein Schwert. Wir machen uns Fackeln. Oh, das soll es schon gewesen sein. Da haben wir aber nicht viele Sticks. Da müssen wir noch ein bisschen was dran arbeiten. Da sollten wir dann also auch nochmal Holz sammeln gehen. So, das war's erstmal. Haben wir noch irgendwas, was man hier gebrauchen kann? Ne, vorerst eigentlich nicht. So, nehmen wir mal das Schwert. Ja, da ist so ein bisschen hartnäckiger kleiner Kollege hier. Was hat er da vor? Am helllichten Tag. Das ist ja eigentlich ein Scherz, ne? So, jetzt haben wir das hier mal ein bisschen. So, was hat es jetzt gebracht? 11 Weizenkörner. Das hat gar nichts gebracht, ne? Oder? Nee, so also geht das nicht. Na gut, dann müssen wir die draußen wieder verteilen. So. Komisch, ich dachte jetzt, da könnte ich schon was abernten, so wie das eigentlich aussah. Aber haben wir uns wohl getäuscht. Da hinten ist einer trockengelegt. Naja, gut. Reicht auch so. Und was machen wir? Ne, wir gehen mal raus, würde ich sagen. Es ist Tag, das nutzen wir aus. Trotzdem mal das Schwert in die Hand. Wollen wir mal in die Richtung gehen? Waren wir da schon mal in der Richtung unterwegs? Machen wir mal was Neues machen heute. Ja, und ansonsten, was gibt's Neues? Es gibt ganz viel Neues. Ich habe, wie ihr sehen könnt, sitze ich jetzt hier unten links im Bildschirm. Ich habe das nämlich hinbekommen mit meinem Aufnahmeprogramm OBS. Hier mal eine Greenbox-Effekt hinzukriegen. Ich finde es ganz geil. Also ich muss jetzt hier gerade mal rüber gucken. Ich finde es jetzt nicht das Gesicht, was man sehen kann, sondern die Tatsache an sich, dass ich dieses Greenbox-Effekt jetzt endlich mal machen kann. Finde ich richtig geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, so werden dann meine Let's Plays in Zukunft immer sein. Muss man dann mal schauen, ob es vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel besser ist, wenn man in einer anderen Ecke vielleicht ist, aber auf jeden Fall verdeckt jetzt nicht mehr so ein großes viereckiges Feld, also der komplette Kameraausschnitt, das Spiel, sondern eben nur noch wirklich rein die Konturen meines Gesichts. Das finde ich also schon mal ganz cool. Das heißt, theoretisch sieht man auch mehr vom Spiel. Und das ist natürlich dann schon mal ein Fortschritt, meiner Meinung nach. Ich bewege mich jetzt hier mal am Wasser entlang. Müssen wir also mal gucken, dass ich daran denke, einfach nur am Wasser entlang wieder zurückzugehen. Ja, ansonsten, was gibt es sonst Neues? Ich mache jetzt auch Vlogs. Da habe ich mich so ein bisschen dran gemacht, dass ich das auf jeden Fall mal machen will. Ich hatte ja schon einen Amma-Vlog online gestellt. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr mir jederzeit Fragen stellen oder ihr stellt mir Fragen über Ask.fm. Das seht ihr ja dann auch in der Videobeschreibung und auf meiner Kanalinfo. Da habe ich ja den Link zu meinem Ask FM Konto angegeben. Und
Ja, da kann ich mal ein Video machen, in dem ich diese ganzen Fragen beantworte. Oder wir machen ein Video, wo ich mir ein Thema raussuche und einfach sage, heute quatschen wir mal über Thema Punkt, Punkt, Punkt. Wobei ich hier jetzt gleich vorab schon sagen will, also ich werde hier nicht über irgendwelche politischen Themen oder so reden. Das ist, hat hier, glaube ich, nichts verloren auf so einem Kanal. Und da kann man, glaube ich, andere Sachen machen. Ja. So, das war mein iPhone. Ja, und ansonsten müssen wir mal schauen. Also ich habe leider jetzt übers Wochenende nicht geschafft, Medal of Honor zu reparieren. Das heißt, ob es morgen jetzt nochmal eine Folge gibt oder ob wir dann morgen einfach einen Armor-Vlog machen oder vielleicht ein neues Spiel anzocken. Also ich habe da auch schon eins jetzt im Kopf. Das muss ich jetzt nur noch downloaden. Eventuell, ja, müssen wir das Projekt Medal of Honor vergessen. Also ich bin noch dran. Ich versuche auch noch, es wieder herzustellen. Aber ich kann es jetzt halt nicht garantieren, dass ich das nochmal hinbekomme. Wobei es mich natürlich schon ärgert. Ich meine, ich habe das Spiel bezahlt. Es war jetzt nicht so teuer, aber ich habe es bezahlt und habe jetzt halt auch nicht so wirklich lang mitgespielt. Also es gibt schon ein paar Folgen, aber ja, ich bin ja nicht mal bis zum Ende gekommen. Ich denke, das sollte dann schon drin sein. Wenn es jetzt halt dann aus technischen Gründen irgendwie nicht mehr geht, dann ja, muss ich da mit Steam mal irgendwie eine Lösung finden, dass wir das wieder reaktivieren können. Ja. Oder ich muss eben in den sauren Apfel beißen und muss dann 4 Stunden oder so, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gekommen sind schon, wie viele Spielminuten ich da jetzt schon zu verzeichnen habe, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Und dann muss ich das halt eben nochmal durchzocken, dass ich wieder an den gleichen Stelle komme, in der ich auch bei den Let's Plays war. Ja, das wäre dann halt das Übel, das Notwendige, aber das bin ich natürlich auch gerne bereit, das zu machen. Das ist eine richtige Höhle hier, aber da geht es scheinbar jetzt nicht mehr weiter, oder? Ich mach jetzt nochmal Licht, aber ich habe auch nicht so viel Fackeln dabei, ne? Ja, ich sollte jetzt mal mein Handy lautlos machen, das nervt ein bisschen. Ja, das sind so die Neuigkeiten, die es jetzt erstmal gibt. Und ja, vielleicht eine der größten Neuigkeiten ist dann das, was ich mit meinem Server vorhabe. Ich hatte gestern ein kleines Video online gestellt, so ein kleines Ankündigungsvideo, wo ich darüber gesprochen habe. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Link ist auch in der Videobeschreibung. Und da habe ich einfach vor, ich habe ja einen Nitrado-Server gemietet und da habe ich einfach vor, da ein gemeinsames Projekt irgendwie draus zu machen. So ganz die endgültige Idee. Was wir da im Detail machen, habe ich noch nicht, aber von den groben Grundzügen her geht es einfach darum, ja, wir laden irgendeine Map oder wir lassen uns auch überraschen vielleicht, machen also einfach eine zufällige Map und ja, dann spiele ich da ein paar Folgen alleine, dann spiele ich ein paar Folgen mit den Jungs, also mit dem Sinka und dem Momo 1907, das ist ja mein Sohn und mein Stiefsohn, sage ich mal. Und dann habe ich aber auch vor, euch mit einzuladen. Also alle, die da draußen, die sich diese Minecraft-Let's Plays hier anschauen und auch gerne natürlich selbst zocken und Bock haben, dabei zu sein, sind dann also auch herzlich eingeladen. So natürlich noch ein kleines Pack habe ich da geschnürt. Also eine kleine ZIP-Datei habe ich zusammengepackt mit allen Modpacks. Beziehungsweise ein Modpack ist es, das Pflanz-Mod für 1.7.10. Und dann eben die notwendigen Content-Packs noch dazu, damit man dann eben auf diesem Server auch joinen kann, braucht ihr das dann natürlich. Aber ich denke, das ist kein Thema. Wie gesagt, ich habe eine ZIP-Datei, habe ich angelegt und ja, damit kann man sich alle notwendigen Sachen auf einen Schlag runterladen und dann ist das kein Thema. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was machen wir da? Dann auf diesem Server gemeinsam, bauen wir uns was Gemeinsames auf? Wenn ja, was? Ja, das ist natürlich die Frage. Oder macht man auch so kleine PvP-Spiele? Also sowas vielleicht auch, ich sag's jetzt mal, so in der Art von Minecraft Clash. Das fand ich ja zum Beispiel ein ganz geiles Projekt, hat mir also sehr gut gefallen. Also einfach 2, 3 verschiedene Bases, die wir aufbauen. Kann man ja vielleicht auch mit reinpacken in die Videos dann, dass man die Aufbauphase oder die Bauphase dann schon zeigt. Und ja, dann kriegt jedes Team oder jeder Spieler oder wie man es dann auch macht, ein gewisses Kontingent an Waffen oder schon mal so Grund-Items zum Spielstart. Ja, und dann kann man sich da gut equippen und dann wird geballert. Dann kann man sich gegenseitig da ein bisschen angreifen und sowas. Also das stelle ich mir schon ganz cool vor. Das mache ich auch sehr gerne.
Ja, wie gesagt, oder wir überlegen uns einfach, eine Stadt zu bauen oder so. Also im Bauen bin ich ja jetzt auch noch nicht so der kreative Weltmeister im Bauen. Würde mich also da auch reizen, da noch dazu zu lernen. Also vielleicht ist das eine Idee, die man vielleicht umsetzen kann. Wie gesagt, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Schickt mir doch bitte Vorschläge, das würde mich freuen. Könnt ihr über Twitter, über Facebook, über Instagram, könnt ihr das, wie ihr gerade wollt, als Direktnachricht schicken. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken. Also ich habe ja extra für diesen YouTube-Kanal eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. info@amaroq.com. Könnt ihr also auch, wie gesagt, gerne nutzen. Und natürlich könnt ihr mir auch sagen, ey, das hört sich gut an, da hätte ich Bock drauf mitzumachen. Ja, würde ich uns also auch gerne mal machen. Dann meldet euch quasi an, sag ich mal. Also schickt mir einfach eine Info, eine Mail oder sonst was und sagt, da hätte ich Lust drauf, würde ich gerne machen. Dann ja, packe ich euch auf die Liste. Und dann muss man dann mal sehen, wann dann das Aufnahmedatum ist. Und dann läuft das, würde ich sagen. Ne? So, jetzt muss ich aber langsam aber sicher wieder zurück, weil hier sehe ich schon den ersten Creeper. Und ich habe vor, links neben ihm schnell da reinzugehen. Und er kommt jetzt auch gerade schon. Oh Scheiße, das ist die Stufe zu hoch. Okay, er ist jetzt da oben. Wir riskieren mal einen Sprung. Oh shit, das ist ja gar keine Höhle. Ich bin jetzt dann doch natürlich wieder zu weit weg von meinem Gebäude. Das war natürlich jetzt Mist. Weil jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo ich mich jetzt eingrabe, weil es wird Nacht. Und das war natürlich jetzt definitiv eine blöde Idee. Ich wollte ja eigentlich nur mal so eine kleine Inselumrundung machen. Und schon bin ich dann doch wieder so weit vom Weg abgekommen, dass ich jetzt nicht mehr zurückfinde. Ne? Ich habe doch gesagt, ich laufe einfach nur am Wasser entlang. Weil ich denke, eigentlich müsste jetzt hier so querbeet, müsste ich jetzt eigentlich hinkommen irgendwie. Weil ich bin eigentlich nur so drumherum irgendwie gelaufen. Weiß nicht. Da müssen wir jetzt mal schauen. Da ist eine kleine Spidey. Die hauen wir mal weg. Oh, ey. Keinen Schaden machen, bitte. Der Mond sieht ganz toll aus, ne? Hallo? Okay, den haben wir gesnackt. Mal schnell die XPs einsammeln hier. Da ist jetzt eine große Höhle, aber das ist auch schon wieder. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu schwer, mich mit diesen 6 Erdblöcken und den 5 Bruchsteinblöcken mich hier irgendwie einzubauen. Ne? Also ich glaube, ich muss mich einfach hier eine geeignete Stelle suchen. Ich habe jetzt auch nur noch 8 Fackeln. Hier ist natürlich jetzt auch saudunkel. Aber das ist gut hier. Hier muss ich mich jetzt zubauen. Also. Nein, 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 raus aus dem Inventar. Oh, schon mal einer mehr oder weniger verloren. Ah, das war's schon. Habe ich hier noch irgendwo was drin? Oh Gott, ich habe das ganze Eisen mitgenommen, ich Heini. Das ist natürlich blöd. Ja gut, aber jetzt hier wäre ich jetzt auf jeden Fall schon mal geschützt. Ich glaube ja nicht, dass die da drüber springen können oder sonst was. Fackeln habe ich jetzt natürlich auch nur 6. Das ist natürlich auch blöd, um jetzt hier noch groß zu graben. Aber müssen wir jetzt durch. Naja, komm, jetzt nochmal irgendwie was Schönes finden, oder? Mann. Hier sollst du hin, damit ich hier weiter graben kann. Aber ich laufe natürlich jetzt schon wieder Gefahr, meine Spitzhacke auch kaputt zu machen. Und dann stehe ich da wieder, wie Hein doof. Ist da jemand? Nee. Dann muss ich ja eigentlich theoretisch in der Nähe einer Höhle sein, wenn ich hier die Skelette rumlaufen höre. Oder? Wo sind die denn? Direkt vor mir? Direkt neben mir? Ich höre dich schon. Du kleiner Wicht.
Irgendwo sind sie. Oh, ich glaube, ich bin gleich draußen. Kann das sein? Und dann mitten in der Nacht? Ich glaube, das kann gut sein. Na, Finger zu kurz heute. Ich will immer auf die 3 drücken. Drücke aber immer auf E, dass ich ins Inventar komme. Wo ist er? Es wird immer lauter. Wahrscheinlich ist er über mir oder so. Gibt's da gar nicht, oder? Faszinierend. Ich höre es, ich komme aber nicht näher. So, jetzt schauen wir nochmal, ob sich hier vorne was getan hat. Es ist immer noch Nacht. Ja, sieht so aus. Wollen wir nochmal ein bisschen PvP machen? Vorne sehe ich nämlich einen. Habt ihr das gehört? Das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass ich in der Nähe einer Höhle bin. Dann müssen wir erstmal was essen. Der Zombie reagiert doch gar nicht auf mich, ne? Der muss das eigentlich merken, dass ich hier stehe, oder? Das da drüben ist natürlich ein geiler Hügel, ne? Oben mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Plattform. Ja, die Eisenspitzhacke, die ist auch gleich kaputt. Da komm raus. Hallo, guten Tag. Komm. Du bist ein bisschen doof, gell? Du bist ein bisschen blöd, oder? Kleiner Zombie. Ja. Ocean Wasser raus. Der Mond ist natürlich... Aber das sieht fantastisch aus von hier, würde ich sagen. Richtig gute Sache. Gefällt mir. Also es sieht cool aus hier irgendwie. Da oben ist noch ein Schwein. Ich krieg da wirklich keinen Schaden, ne, wenn ich diese Tintenfische da berühre, oder? Kann das sein? Oder täuscht, das habe ich ihn jetzt einfach nicht berührt, richtig. Hey, Schweini! Hallo, Schweini! Ja, du springst mir genau ins offene Messer, sozusagen. Ich brauche halt ein bisschen Fleisch, es tut mir doch leid. Ja, da muss man jetzt durch. Aber das ist doch hier so ein kleiner Bach. An dem ich auch gewesen bin, komme ich da jetzt eigentlich nicht wieder zurück? Weiß das gar nicht. Das sieht fast aus wie zu Hause, ne? Ich schwimme jetzt einfach mal. Ich glaube, im Wasser ist es auch ein bisschen sicherer. Ja, und wie gesagt, jetzt kommen wir langsam auch schon ans Ende der Folge. Und dann nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, bei sowas mitzumachen, wenn ihr Ideen habt, was man da überhaupt machen kann, dann sagt Bescheid. Also vielleicht kann man es ja wirklich so machen, dass wir auf dem Server einfach eine leere Map machen, dass ich am Anfang vielleicht erstmal eine Stelle suche, an der man ja auch so ein bisschen Flachland hat und sich ein bisschen was aufbauen kann. Ja, und dann fange ich mal an, Häuser zu bauen oder eine Unterkunft oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dass man ein richtig schönes Haus macht. Mit richtig schönen Einrichtungsgegenständen, richtig schönen Möbeln und so, keine Ahnung. Und wenn das dann fertig ist, dann machen wir das Ganze nochmal an einer anderen Stelle, etwas weiter weg. Und dann kann man ja vielleicht vom Creative Mode auf den Survival Mode umschalten und kann ein bisschen PvP zocken. Ne? Dann hat jeder eine Base sozusagen und dann können wir ein bisschen zocken. So, und ich denke, jetzt wo wir hier angegriffen werden von dem Skelett... Genießen wir doch nochmal den Ausblick. Schaut mal, wie schön das da hinten aussieht. Und damit sagen wir Tschüss, Armer Highlands. Ein bisschen Wermutstropfen. Oh, die Musik jetzt im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die hören könnt. Ob die laut genug eingestellt ist. Richtig schön. Jetzt ist das Projekt vorbei. Die Sterne ziehen über uns. Die Sonne geht auf.
Das Monster haut mir jetzt gleich die Schnauze ein. Du zerstörst die gesamte Romantik. Ja, Freunde, das war's mit Amma Highlands. Ich hab's ja mehrfach gesagt, das Projekt ist irgendwie am Ende angekommen. Ich hab keine Motivation mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Es ist immer so ein ewiger Looping. Ja, Sachen abbauen, Sachen craften, sterben, alles wieder verlieren. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, wir machen jetzt hier ein Ende. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel Surferspiele zu machen. Das habe ich ja schon mal einmal gezeigt, letzte Woche Donnerstag. Und es gibt auch Möglichkeiten, eben auf meinem eigenen Surfer was zu machen. Das habe ich jetzt in diesem Video drüber gesprochen. Da ist natürlich eure Mithilfe auch gewünscht. Und ja, vielleicht machen wir nochmal ein Projekt. Vielleicht kommen wir nochmal zurück nach Amma Highlands. Ich werde diese Map auf jeden Fall speichern und aufheben. Und vielleicht kommen wir nochmal zurück nach Amma Highlands, wenn wir ein bisschen besser sind, ein bisschen gereifter. Und schauen uns mal an, ob wir dann was Gutes draus machen können. Ich lasse noch so ein bisschen die Musik auf mich rieseln. Und damit sage ich aber auch tschüss. Schön, dass ihr da wart. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ein Kommentar, wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet. Und für all diejenigen, die auch in Zukunft wissen wollen, was auf meinem Kanal so passiert, macht ein Abo, dann kriegt ihr auch auf jeden Fall immer mit, was bei mir so los ist. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Folgt mir auch auf Twitter, da bin ich auf jeden Fall am aktivsten unterwegs und da kriegt ihr immer alles mit, was ich so mache. Und damit sage ich danke, dass ihr in diesem Projekt dabei wart, dass ihr euch das angeschaut habt. Macht's gut. Einen schönen Montagabend wünsche ich euch. Einen schönen Feierabend euch allen jetzt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen um 16:30 Uhr. Eine kleine Überraschung, was es wird. Macht's gut, euer Amarok.